Hallo und herzlich willkommen zum Thema Zahlenmengen und ihre Darstellung auf der Zahlengerade. In den vergangenen Videos dieses Lernzyklus haben wir bereits die Menge der natürlichen Zahlen, die Menge der ganzen Zahlen und die Menge der rationalen Zahlen kennengelernt und uns angesehen, wie sich diese auf der Zahlengerade darstellen lassen. Heute möchte ich dir noch Raphael und die Menge der reellen Zahlen vorstellen. Diese bezeichnen wir in der Mathematik mit einem R. Wie du hier siehst, umfassen die reellen Zahlen die Menge der natürlichen, der ganzen und der rationalen Zahlen. Den Rest dieser Menge können wir mit sogenannten irrationalen Zahlen ausfüllen. Aber was sind irrationale Zahlen? Raphael hat uns dazu eine kleine Geschichte mitgebracht. Natalie und Zeus haben sich zum Picknick verabredet. Dafür haben sich die beiden eine Picknickdecke mitgenommen, die 1 Meter lang und 1 Meter breit ist. Damit jeder von ihnen gleich viel Platz auf der Decke hat, teilen sie die Decke einmal in der Mitte. Plötzlich tauchen Quinn und Raphael im Park auf und möchten sich zu den beiden setzen. Aber leider ist auf der Decke für 4 Personen einfach kein Platz. Raphael hat eine Idee. Für 2 Personen ist auf der Decke genug Platz, doch für 2 weitere Personen nicht mehr. Das heißt, wir brauchen noch eine Decke, die genauso groß ist. Oder noch besser wäre, wenn es eine Decke gäbe, die doppelt so groß ist wie jene, die sie jetzt haben. Denn dann haben alle 4 genug Platz, um gemeinsam auf einer Picknickdecke zu sitzen. So weit, so gut. Natalie und Zeus haben sich die Decke so aufgeteilt, dass jeder von ihnen die Hälfte, also dieses Dreieck, bekommen hat. Eine Decke, auf der 4 Personen Platz haben, muss also aus 4 solchen Dreiecken bestehen. Schauen wir uns das einmal an. Wenn wir 4 Dreiecke zu einem Quadrat zusammenlegen, dann haben wir eine neue quadratische Picknickdecke. Die Frage ist nur, wie lang sind die Seiten dieser quadratischen Decke? Du kannst jetzt auf Pause klicken und selbst überlegen, bevor wir fortfahren. Wir wissen, dass der Flächeninhalt der neuen Decke doppelt so groß ist wie der der alten Decke. Den Flächeninhalt der alten Decke berechnen wir mit Seite mal Seite, also 1 mal 1, beziehungsweise 1 hoch 2, und das ergibt 1. Der Flächeninhalt unserer neuen Decke ist das Doppelte von 1. Also 1 mal 2, das ergibt wieder 2. Der Flächeninhalt unserer neuen Decke ist also 2 Quadratmeter. Nun kennen wir das Ergebnis für den Flächeninhalt, nicht aber die Seitenlänge. Der Flächeninhalt ergibt sich, wenn man Seite mal Seite berechnet. Die Seitenlänge ist uns aber unbekannt. Also schreiben wir x mal x ist 2. Oder x hoch 2 ist 2. Um die Hochzahl wegzubekommen, müssen wir die Wurzel ziehen. Vielleicht hast du das im Unterricht schon einmal kennengelernt. Falls nicht, ist es für dieses Video auch nicht weiter schlimm. Das Ergebnis für unsere gesuchte Seite lautet also Wurzel 2. Aber was ist das? Quinn tippt das in ihren Taschenrechner ein und kratzt sich am Kopf. Die Wurzel von 2 ist 1,41421356 und ich glaube, es geht dann noch weiter. Genau, sagt Raphael. Wurzel 2 ist eine sogenannte irrationale Zahl. Das bedeutet, sie hat unendlich viele nicht-periodische Dezimalstellen und kann nicht als Bruch zweier ganzer Zahlen angeschrieben werden. Sie ist also keine rationale Zahl und somit eine irrationale Zahl.
Natürlich muss man zugeben, dass es wohl kaum eine Decke mit der Länge Wurzel 2 gibt. Aber ich hoffe, das Prinzip dahinter ist dir mit diesem Beispiel klar geworden. Vielleicht hast du die Zahl Pi schon einmal kennengelernt. Auch sie ist eine irrationale Zahl. Und damit wird unser Sack mit den reellen Zahlen voll. Jetzt, wo wir das geklärt haben, lass uns einen Blick auf die Zahlengerade werfen. Wie wir bereits in den vergangenen Videos gesehen haben, lässt sich die Zahlengerade immer weiter verfeinern. Bei den ganzen Zahlen gibt es noch relativ große Lücken. Durch die rationalen Zahlen werden die Lücken immer kleiner, aber sie sind immer noch da. Erst mit der Menge der reellen Zahlen wird unsere Zahlengerade lückenlos. Irrationale Zahlen befinden sich also genau in den Lücken zwischen den rationalen Zahlen. Wie zeichnen wir nun aber die Zahl Wurzel 2 oder 1,4142 und so weiter ein? Wir wissen bereits, dass die Zahl unendlich viele Nachkommastellen hat. Das heißt, wir wissen eigentlich nicht wirklich, wo genau wir die Zahl einzeichnen müssen. Was wir aber tun können, ist, die Zahl abzuschätzen. Sehen wir uns die eine Stelle an, so finden wir heraus, dass die Zahl jedenfalls zwischen 1 und 2 liegen muss. Sehen wir uns die erste Nachkommastelle an, dann muss die Zahl zwischen 1,4 und 1,5 liegen. Dieses Verfahren können wir immer weiter anwenden. Blicken wir auf die Hundertstelstelle, dann muss die Zahl zwischen 1,41 und 1,42 liegen. Wir beschränken uns aber hier erstmal auf die erste Nachkommastelle. Wir positionieren die Zahl Wurzel 2, also zwischen 1,4 und 1,5. Eine weitere irrationale Zahl, die ich bereits genannt habe, ist Pi, also 3,141592 und so weiter. Pausiere das Video jetzt und überlege dir, wie und wo du diese Zahl auf der Zahlengerade positionieren könntest. Wir wissen, dass die Zahl 3,14 und so weiter jedenfalls zwischen 3 und 4 liegt. Die Zahl nach dem Komma lautet 1, also liegt die Zahl zwischen 3,1 und 3,2. Deshalb können wir die Zahl Pi ungefähr hier einzeichnen. Nun sind wir auch schon am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, du hast das Prinzip verstanden, wie man irrationale Zahlen auf der Zahlengerade näherungsweise einzeichnen kann. Und du weißt jetzt, dass die Menge der reellen Zahlen alle uns bereits bekannten Zahlenmengen, die natürliche, die ganzen und die rationalen Zahlen sowie die irrationalen Zahlen umfasst. Mach's gut und danke fürs Zusehen.